für das Erforschen miteinander. Hm. Sag mal, sind wir schon auf Sendung oder wollen wir einsteigen? Ja, genau. Wir können gleich loslegen. Vielleicht, wenn du das Audio an dem Browser ausmachst oder schließt, weil dann gibt es keine Rückkopplung. Wie meinst du denn? Hast du den GTV noch an? Ob ich den TV anhabe? Ja. Mhm. Hast du nur Skype an oder noch was anderes offen? Ich habe nur Skype an. Okay. Ah, okay, gut. Wunderbar. Ich habe nur Skype. Mhm. Hallo, es ist noch ein Gast dazu. Hallo, gekommen. Die Ines ist mit uns. Ja. Die Ines? Ja. Hallo, Ines. Hallo. Ja, dann fließen wir zu dir ins Neuland. Dankeschön. Und freuen uns auf dich und deinen Beitrag. Und welche Frage soll es losgehen? Ich kriege nur den Impuls, nimm uns mit ins Neuland, führ uns ins Neuland. Intuitiv, dass das was kommt. Neuland ist für mich der nächste Sprung in der menschlichen Evolution. Also Neuland ist für mich der größte Quantensprung, den wir als Menschheit machen können in dem Augenblick des Erkennens, wie ich das aus dem Moment heraus wahrnehme. Denn wenn ich zurückschaue in die Familie der Menschen, soweit wir das historisch verfolgen können, so sind wir permanent gebändelt zwischen inneren und äußeren Kriegen und inneren und äußeren Zeiten des Friedens. Aber wir sind permanent innerhalb dieser Polarität gebändelt. Ich könnte es auch anders sagen, wir sind gebändelt zwischen einer Form von Angst und deren Masken. Masken von Angst sind Mangel, Eifersucht, Hass, Neid, Gier, all diese Geschichten. Auch diese Lust, permanent im Widerstand zu sein und permanent zu nörgeln. All das sind Masken von Angst. Und ich postuliere mit der Vision von Neuland eine Möglichkeit im menschlichen Leben, dass wir einander erstens in aller Tiefe als Menschen erkennen. Das heißt, ich erkenne in aller Tiefe in dir einen anderen Aspekt von mir selbst. Ich erkenne in dir ein anderes Du, ein anderes Ich selbst in dir. Das bedeutet, ich erkenne in dir den Menschen, den beseelten Menschen, der du bist. Und das ist einer der Sprünge in der Evolution der Menschheit, dass wir einander in aller Seelentiefe, nicht in der physischen Optik, sondern in der Seelentiefe, als geistige Wesen erkennen, als Menschen, die einander, ich wiederhole mich an dem Punkt, in aller Tiefe als Menschen erkennen. Und von dem her machen wir auch innerlich einen Sprung, das heißt, wir gestalten unsere innere Landschaft neu, indem wir uns radikal verabschieden aus den niederen Frequenzen der Angst und uns innerlich emporheben, indem wir innerlich aufsteigen, indem wir einen inneren Sprung machen, unser inneres Klima, unsere innere Landschaft neu gestalten und uns wiederfinden in den Frequenzen der Liebe. Es ist genau das, was der große Jesuit Pierre Teilhard de Chardin prophezeit hat. Er hat gesagt, wir haben es gelernt, mit den Energien der Gravitation, mit den Energien der Elektrizität und so weiter umzugehen. Und der nächste große Sprung, der ansteht, das ist, dass die Menschen lernen, mit den Energien der Liebe zu surfen. Und das ist für mich Neuland. Also dieses Erkennen, dieses Hineinüben, dieses sich hineinbewegen, dieses sich hineinmeditieren und dieses sich hineinlieben, in ein gemeinsames Miteinander, sodass höchste Individualität erblüht und gleichzeitig, wenn Individualität ein Flügel ist unseres Seins, so ist gleichzeitig ein anderer Flügel unseres Seins
ein gelebtes Wir, ein höheres gelebtes Wir. Und das ist Neuland. Also hier ist Neuland die Ebene eines essentiellen Friedens. Und dieser Friede bewegt sich nicht in der Polarität von Krieg und Frieden, sondern dieser Friede kennt an sich Krieg nicht. So wie das Licht Dunkelheit nicht kennt. Ich meine jetzt, du weißt, was ich meine. Ich will damit nichts gegen Dunkelheit sagen, sondern ich möchte vielmehr sagen, es gibt einen Aspekt in uns, wo wir diesen Aspekt von Krieg und diesen Aspekt von Hass und diesen Aspekt von Neid nicht kennen. Das ist, wenn wir mit unserem höchsten Zukunftsselbst in Berührung kommen. Und das nun mit mehreren Menschen zu leben, völlig frei, völlig jenseits einer Organisation, völlig befreit von wieder einengenden Strukturen, sondern sich öffnend für einen sich selbst organisierenden Prozess, also für die Autopoiese, für die Selbstorganisation in der Natur. Das finde ich so aufregend und so spannend. Und ich finde es aufregend und überaus spannend, dass Hunderte von Menschen dabei sind und mitmachen und Pioniere sind und ausprobieren, wie es ist, so ein Neuland für sich zu leben, in ihrem eigenen Neuland. Das finde ich halt sehr, sehr spannend. Wie kommt das bei dir? Ja. Es ist, man sieht das auf, also es ist für jeden eine eigene innere Reise und gleichzeitig auch ein, wie geschieht es von den Menschen, die davon noch nichts gehört haben? Geschieht es auch direkt vor Ort in einer größeren Gemeinschaft oder ist das eine andere Vernetzung auf anderer Ebene, dieses Neuland? Ja, wir haben es so aufgebaut, um ein Maximum an Freiheit und ein Maximum an Gestaltungsmöglichkeiten zu gewährleisten. Da haben wir etwas gemacht, wir haben das aufgebaut wie einen Kurs, also wie einen Fernlehrgang. Und wer immer Lust hat, da dabei zu sein, der kann das tun. Ich kann dir auch gerne eine Website einblenden, hinspielen, das mache ich gerade, dass jemand sehen kann und sich etwas anhören kann. Siehst du, ich habe es dir hingespielt. Da gibt es gratis Hörproben und gratis Leseproben, wie das ausschaut. Das ist so, es ist als Fernlehrgang aufgebaut und dieser Fernlehrgang umfasst 21 Phasen. Wir nennen das deshalb Phasen, weil wir uns gesagt haben, wir möchten, dass die Menschen sich erinnern, dass wir kosmische Wesen sind und deshalb haben wir den Mond als unseren Bezugspunkt hergenommen. Wir haben gesagt, der Mond, dieser wunderbare Begleiter von Mutter Erde, dieser Satellit, der so zuständig ist für das Reflektierende in uns, für das Mondhafte in uns, für das Silbrige in uns, für das Wässrige in uns. Immer dann, wenn sich der Mond in seiner Stellung ändert, also von Neumond auf Halbmond, von Halbmond auf Vollmond, von Vollmond wieder auf abnehmenden Halbmond und so weiter, dann kommt per Post eine solcher Phasen mit der Post nach Hause zugestellt. Das ist so außerordentlich bequem, so angenehm. Und diese Phasen sind aufgebaut auf der einen Seite mit überschaubaren Lektionen, wo es immer um ein Thema geht, beispielsweise um das Thema einer tiefen Versöhnung, ich kann gleich dazu was sagen, und sind begleitet mit einer sehr, sehr speziellen Form einer Meditation, die wir Neuroscience nennen, Neuroscience. Denn diese Neuroscience beinhalten sehr verändernde Frequenzen, Solfeggio-Frequenzen, sind unterlegt mit einer sehr speziellen Musik, sodass es angenehm und fein zu hören ist. Die Menschen hören das mit Kopfhörer, anders entfaltet sich die Wirkung nicht. Also diese Kopfhörer sind wirklich wichtig für die Neuroscience. Und was wir jetzt erleben, Denn jetzt gerade jetzt am Samstag, als der Mond zum letzten Mal gewechselt hat, sind die ersten 21 Phasen durch. Das heißt, die ersten Menschen, die das gemacht haben, sind jetzt durch. Und das Feedback, das, was wir hören von den Menschen, übersteigt meine
kühnsten Erwartungen. Weil, und das ist auch nicht so erstaunlich, weil sich das innere, die innere Frequenz verändert hat. Und du ja genau weißt, das, was wir aussenden, das ziehen wir an. Wir sind frequenzgebundene Wesen, wir sind eingebettet in eine permanente Anziehung und in ein permanentes Wiederabgeben. Das heißt, wir sind umgeben von einem Strahlkranz, wir sind auch strahlende Wesen, leuchtende Wesen. Und das, was ich in die Welt hinausströme, das kommt wieder zu mir zurück. Das, wo in mir Raum ist, das kommt natürlich auch zu mir zurück. Und wenn ich mich nun verändere, so ziehe ich andere Dinge an, ich ziehe andere Menschen an, ich ziehe andere Gelegenheiten an, ich ziehe andere Projekte an. Und das bedeutet, dass sich das Leben wie durch ein Wunder zu entwickeln scheint. In Wirklichkeit ist es kein so ein großes Wunder, es ist einfach die Magie des Lebens. Wir kommen ja immer mit den Menschen zusammen, mit denen wir frequenzspezifisch sind. Immer. Wir kommen niemals mit Menschen zusammen, mit denen wir nicht frequenzspezifisch sind. Das heißt, wir kommen immer mit Menschen zusammen, die uns helfen, runder zu werden, ganzer zu werden, uns alle Teile zurückzuholen, die in uns ist. Das ist nicht immer angenehm, das sind nicht immer Liebesbeziehungen, das ist mir schon klar. Aber was ich meine, wir sind nicht in einer blinden Zufälligkeit, sondern in einer Zufälligkeit, die in des Wortes schönster Form sich uns zeigt. Es fällt uns das zu, wozu in uns Raum ist, dieses Koindenz, diese Koindenz, wie die Lateiner sagten, dieses Koinzidere, dieses es fällt dir zu. Dieses Zulassen ist ein Zufallen. Und so können wir natürlich leben. Das heißt, wir können steuern, indem wir mitfließen, und wir können schauen, was uns zufällt. Und dieses Zufallen ist auch die Sprache, wie die Seele wirkt. Die Seele organisiert unser Leben so, dass uns die Dinge zufallen. So ist es doch. So ist es. Das hat doch jeder Mensch, der einfach reif durchs Leben geht. Ich sage da keine Weltneuigkeiten. Was ich sage ist, lass uns nach diesen Prinzipien leben. Lass uns einfach nach diesen Prinzipien leben und lass uns das Leben aufregend und spannend und gestaltungsreich und erfolgreich gestalten. Das ist der Sinn in meinem Verständnis für ein gut gelebtes Leben. Dass ich sage, Mensch, wir leben in einer so reichen Zeit, wir haben so viele Möglichkeiten und wir sind auch wissenschaftlich so gut bedient, dass wir wirklich verstehen können, dass Materie nicht auf Materie aufgebaut ist, sondern dass einfach alles Geist ist. Was die Quantenphysik jetzt seit mehr als 100 Jahren auf und ab und kreuz und quer beweist, das kann doch langsam so etwas werden wie gelebte Lebenswirklichkeit. Und dann wird das, was ich da sage, keine möglicherweise faszinierende Theorie, sondern ein praktikables Lebensmodell. Und darum geht es mir. Mit viel Intuition. Ja, dann sind wir eingebettet in ein intuitives Leben, weil wie soll das denn anders sein, als dass ich mich öffne und dass ich intuitiv das kommen lasse, das sage, was gesagt werden will. Ich glaube, dieses kleine Interview jetzt ist einfach ein pures Beispiel für Intuition, weil ich bin ja in keiner Weise vorbereitet, außer mit meinem ganzen Leben. Ich bin ja nicht wortwörtlich vorbereitet, sondern das, was gesagt werden will, wird gesagt. Und das ist ein Beispiel, wie Intuition funktioniert. Intuition im Sprechen, Intuition im Neuland, ein intuitives Leben, das auch Intention kennt, das auch Absicht kennt, das auch Ausrichtung kennt. Das ist kein Leben, das ein Fähnchen im Wind ist, sondern das eher ein Akzeptieren dessen ist, was ist, und aus dem heraus, aus dem eigenen Innenleben heraus, spontan und authentisch und kraftvoll und liebevoll und freudig antwortet. Ja. Das ist keine Utopie. Es findet statt in diesem wunderbaren Jahr 2014. Es findet statt mit Hunderten von reifen Menschen, die da mitmachen und die das für sich erproben. Also das ist nicht etwas, was wie soll ich sagen,
was irgendwie organisiert ist, sondern was sich einfach ganz spontan selbst organisiert. Die Menschen kommen auf uns zu, finden uns entweder auf Facebook oder wo auch immer und hören von uns oder lesen eines meiner Bücher. Es gibt ja viele Dinge. Ich bin ja auch präsent in unserer sozialen Struktur der Gesellschaft. Und wer uns da findet und wer da Lust hat, der ist einfach eingeladen, da mitzumachen. Und wir haben es außerordentlich frei aufgebaut. Also jeder kann einsteigen, wie er will. Jeder kann ohne Grund, ohne Angabe von Gründen wieder kündigen. Und wir sehen einfach, diese Freiwilligkeit, dieser große Strom einer gelebten offenen Hand, der wird zunehmend verstanden und zunehmend haben die Menschen Lust, da einzusteigen und da mitzumachen. Also wir können ganz deutlich sehen, wie von Mal zu Mal mehr Menschen dabei sind. Und wir machen es immer so, dass wir immer bei Neumond die Möglichkeiten bieten, einzusteigen. Also immer wenn Neumond ist, ist die Möglichkeit einzusteigen. Auch da entgehen wir so einer gewissen Gier. Wir sagen, wenn Neumond ist, dann ist es gut, dann steigen wir ein, dann, wenn auf unserer Hemisphäre der Mond wieder zunimmt, das heißt, der Mond nimmt ja überall auf der Erde gleich zu, also wenn der Mond in diese zunehmende Phase kommt, dann erhöht sich das Licht und bei Neumond, da beginnt jeweils das Neue. Also so sind wir einfach so gekoppelt und ich finde das wunderschön, als einen symbolischen, metaphysischen Akt auch mit unserem Kosmos in Verbindung zu sein. Wie sieht es von der Zeit her aus? Haben wir noch Zeit oder sind wir schon am Ende? Genau, wir wollten noch, wenn du gerne noch was sagen möchtest, gerne, genau. Und dann wollten wir, du kannst denn ja den Raum gleich noch ein bisschen nutzen, so wie so ein gemeinsames Podium, das, was noch gesagt werden wollte, was noch aufgetaucht ist bei dem einen oder anderen Referenten. So, wollten wir noch in dieses Gemeinsame gehen, genau. Und wenn... Ja. Was möchtest du da noch gerne, hast du eine Frage an mich, etwas Konkretes? Ja, man sagt, man hört, man liest, dass Frauen einen natürlicheren Zugang haben zur Intuition. Wie hast du das für dich erlebt und wie hast du ihn dir erschlossen und wie kannst du auch den Männlichen in uns und den Männern speziell da auch Mut machen, dem zu folgen oder inspirieren, ja. Also in meinem Verständnis ist es so, dass Intuition in jenem Teil des Gehirns ist, der im Mittelhirn ist, also der nicht im Neokortex ist, sondern der im Mittelhirn ist. Und eine wunderbare Möglichkeit ist, das erstens zu wissen und zweitens so aus der Trance des Neokortex herauszugehen. Der Neokortex organisiert und gestaltet und erbaut unsere Welt. Doch aus dem Mittelhirn, das erbsengroß ist und im limbischen System sitzt, im Mittelhirn gibt es weder Raum noch Zeit. Das heißt, das Mittelhirn ist in der Lage, sich intuitiv und auf der Stelle anzudocken an das allgemeine Bewusstseinsfeld, an das große morphische Feld, wie wir ja wissen. Und es ist für uns Männern absolut einfach, das zu tun. Und Frauen, das ist richtig, die haben einfach einen ganz natürlichen Zugang dazu, einen natürlicheren Zugang dazu. Aber wir Männer haben die gleiche Möglichkeit. Wir sind überhaupt nicht benachteiligt, überhaupt nicht. Wir können ganz genauso intuitiv sein, wir können ganz genauso angedockt sein, wir können sozusagen diese Senkrechte, ich zeige sie gerade, diese Senkrechte in uns einfach lebendig halten und wir können aus dieser Senkrechten jederzeit arbeiten, sprechen, schreiben, wir können einfach alles tun und in dem Sinn sehr intuitiv auf die Anforderungen des Lebens antworten. Schön. Ich denke einfach, dass Männer mehr in dieser rationalen Falle sitzen als Frauen. Und
Das ist was wohl durch unsere Gesellschaft bedingt, weil Männer eher mehr rational und kognitiv erzogen werden, also mehr in eine rationale und eine kognitive Richtung gelenkt werden, während es für Frauen eher selbstverständlich ist, auch andere Aspekte und auch die andere Gehirnhälfte, also in diesem Fall die rechte Gehirnhälfte, mehr zu bedienen. Und für Frauen lieben es auch mehr zu tanzen oder zu malen oder zu singen und sich zu bewegen. Und Männer haben oft so einen rationalen Takt. Aber das muss nicht sein, das können wir uns ganz leicht abtrainieren. Es braucht nur ein bisschen Aufmerksamkeit dazu. Und das Wissen, einfach von Zeit zu Zeit die Aufmerksamkeit aus dieser Tunnelrealität des Neokortex herauszurichten, um sich ab und zu, jetzt sage ich ein aufregendes Wort, sich zu dezentralisieren. Also sich zu dezentrieren. Also nicht sich immer nur zu konzentrieren, sondern auch sich nach ungefähr 2 Stunden konzentrierter Arbeit sich zu dezentrieren. Und einfach die Sinne zu weiten, den Blick weich werden zu lassen, einen Moment in die Stille zu gehen. Das kann ganz kurz sein, es können 1-2 Minuten sein, einfach so einen kleinen Break zu machen, der absichtlich dezentriert ist, wo ich mich nicht auf etwas fokussiere. Es ist nur in unserer Arbeitswelt und in unserer Kultur kein Raum dafür. Doch wenn wir das einmal haben und wenn wir das einmal in unseren Alltag integrieren, dann erleben wir wirklich und wahrhaftig Wunder. Und so soll es ja sein. Denn der Slogan und der Claim von Neuland lautet: sei realistisch, erwarte Wunder. Ach, oh, schön, dein Lachen. Ja, danke schön. Danke schön, Karl. Karl Guampa. Danke schön. Danke an die Zuschauer, danke an die Zuschauerinnen und danke euch für die Gelegenheit. Ciao. Ciao. Servus. Dankeschön. Ja. Oh, was für eine Vielfalt. Herrlich. Wie ist es jetzt, eine Gruppe machen oder? Ich würde erstmal kurz einen Stopp, genau. Einfach die Möglichkeit, Raum zu geben. Einige haben ja gesagt, dass sie jetzt nicht mehr dabei sein können, aber die noch da sind und den Impuls spüren, jetzt nach der Konferenz, was noch gesagt werden möchte, was sich noch zeigt oder noch mit Bewegung kriege ich nochmal mit, jetzt nach der Konferenz. Ja, wenn jemand etwas dazu, zu jemand etwas sagen möchte oder so, einfach diesen Raum. Ne? Ja, genau. Ja. Okay. Ja, das heißt, machen wir kurz einen Break. Dann machen wir...